So, das sind wir wieder zurück bei Edda bricht aus. So, ich habe schon ziemlich lange nicht mehr gespielt, also schon eine ganze Weile nicht mehr dran und ich weiß überhaupt nicht mehr, wo hier welcher Raum war. Ich glaube, das war die Bar. Dann kann ich mich noch erinnern. Dann ist das hier nur für Personal, man kann es mal probieren. Achso, das wird der Raum mit den zwei Leuten. Ja, die waren zu geil. Das war dann der... Ach komm, vielleicht können wir nochmal mit der Petra reden. Überraschung! Knips. Achso. Ach, ich muss mal die Steuerung alles gehen. Überraschung! Überraschung! Na, sag ich doch. Huch! Huch, du schon wieder. Tja. Ja. Okay, schade. War ja noch gedacht, schön. Man könnte doch was machen. Ach ja, mach das Licht aus, wenn du gehst. Ja, ja. Mal sehen. Stimmt, das war halt die Person von dir, sie so total irgendwie... Machst du bitte noch das Licht aus, bevor du gehst? Ja, mein Gott! Mach selber. So. Okay, das war auf jeden Fall die Basis. Gehen wir nochmal hier rein. Weil ich gar nicht mehr weiß, wohin das geht. Ach so. Tja. Das ist blöd, wenn man da so total vergessen hat, um was es hier ging. Machen wir was damit. Kaputt. No. Aber warum ist es dann so hell hier? Das muss in der Grafikkarte liegen. Ah. Dann versuchen wir hier mal rauszugehen. Ah ja, sehr gut, das geht. Hier, warum auf der Seite waren wir, glaube ich, noch überhaupt nicht. Ah. 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 Wir gehen hier hin. Also ab da rein. Okay. Wer haben wir denn hier? Den Professor. Eine Lampe. Ein Diener. Eine Pflanze. Reden wir erstmal mit dem Professor. Hallo. Hey. Du musst dich nicht vor mir verstecken. Also wirklich nicht. Wer weiß, du könntest ja auch eine verkleidete Velociraptor sein. Oh yeah. Ich bin ein verkleideter Velociraptor. Nee, was machst du denn überhaupt? Also ich bin erstmal Edna. Ich heiße Edna. Hallo Edna. Angenehm. Ich bin Professor Nock. Hallo Professor Nock. Nett, dich kennenzulernen. Jo, gleichfalls. Ich kann das irgendwie gar nicht mit dem Akzent. Was machst du denn da? Was machst du da hinten? Ich betreibe Nockforschung in Paläontologie. Da hinten. Hinter dem Sessel? Wer sonst? Wir Ein prähistorisches Skelett liegt nicht einfach in die Mitte des Zimmers. Das wäre dann nämlich längst allen aufgefallen. Ah. Das leuchtet ein. Ja, finde ich aber auch. Okay. Bist du etwa einer von diesen verrückten Wissenschaftlern? Ah, ich nehme es an. Unerhört. Unerhört. Was bildest du dir ein? Die Jugend von heute. Jugend. Sie sehen einen weißhaarigen Mann, der in einem Irrenhaus hinter einem Sessel kauert. Ja. Und schon bemühen sie wieder dieses alte Klischee vom verrückten Wissenschaftler. Ja. Es tut mir leid. Ich wollte dich nicht beleidigen. Jo, Au. Leihst du mir dein Ticket für den Wäschelift? Das geht leider nicht. Wieso? Ich muss in meine peruanische Bernsteinmine, um Dino-DNS abzubauen. Ja. Ein Jammer. Schade. Gut, weißt du denn, wie ich hier rauskomme? Weißt du, wie ich hier rauskomme? Na klar. Durch den Ich benutze immer den Wäschelift, um in meine peruanische Bernsteinmine zu reisen. Ja, dann nehme ich mit. Der Wäschelift fährt bis Peru? Aber nicht, Dr. Möchen. Ja, wohin denn sonst? In Detmold-Lippe musst du auf die tektonische Kontinentalplattendrift umsteigen. Ah. Ja, sicher, darum habe ich überhaupt nicht gedacht. So. Darf ich bitte den Kanal wechseln? Auf keinen Fall. Ich muss wissen, wie es ausgeht. Ich glaube, er schreibt mir das Schicksal der Menschheit hängt davon ab. Ach so, okay. Ja, denn nee, dann können wir nicht. Es war der Gärtner. Unmöglich. Ich habe den T-Rex im Verdacht. Es war der Gärtner. Vielleicht lassen sich Dinos ja in der Landschaftsarchitektur verwenden. Ja, auf jeden Fall. Das sollte ich unbedingt einmal durchrechnen. Gib mir doch währenddessen mal dein Dings. Ich muss meine Aufzeichnungen überarbeiten. Boah, nicht gut. Okay, dann schalten wir mal um. Glück. Willkommen bei den Börsen-News. Ja. Hier geht es nur um zwei Dinge. Kaufen und verkaufen. Ja. Na toll. Vom Regen in die Traufe. Super. Was haben wir denn noch? Ich lass das jetzt an. Es läuft ja eh nur Mist. Du hast zwei Sender gehabt. Wo willst du das wissen? Hallo, Pflanze. Mir scheint das Fernsehprogramm zu gefallen. Ja, stimmt. Es ist genau ihr Niveau. So, wollen wir mal ein bisschen gucken, was wir so anstellen können. Sagen wir dir mal die schöne Schere. Stipp, stipp. Hä, was sind überhaupt geschnitten? Egal, AW. Ja, natürlich, ich habe nicht die Pflanze angelegt. Was sagt denn HW zu dem Programm?
Harvey guckt am liebsten Filme über Ponys. Mhm. Über fleischfressende Zombie-Ponys. Ach, natürlich. Schade, dass nur ich ihn hören kann. Ja. Er ist so niedlich, wenn er über Ponys redet. Lass ihn reden, lass ihn reden. Und Naschenbecher. Der Künstler war offensichtlich schwer depressiv. Nimm den mal mit. Ach so, ja, stimmt. Kunst und so. Das will sie ja nicht zerstören. Den hässlichen Klumpen? Ach nö. Doch. No. Nein. Wenn man mal darüber nachdenkt, dann war Meister Eder auch ein Vollschizo. Ja, stimmt. Da bekommt die ganze Sendung eine etwas unheimliche Konnotation. Ja. Was hältst du von der Lampe, Harvey? Sie ist ein Instrument des Lichts. Das ist schon mal nicht falsch. Wie ich. Was denn? Ich bin auch ein Instrument des Lichts. Nun, das ja. Licht hat mir zum Beispiel neulich befohlen, die Motten zu essen. Ach so. Ich kann immer noch nicht glauben, dass der alte Taschenlampentrick funktioniert hat. Pflanzen. Alle Pflanzen. Das einzige Licht, das sie bekommen, kommt vom Fernseher. Oh, immerhin. Achso. Lecker. Und dazu noch dieses famose Zischen, wenn der Zucker den Zahnschmelz anlöst. Ja, das kennen wir schon. Was ist das denn? Ein Becher? Oh, ein Becher. Da war doch was. Ich glaube, mit Wasser und so, gell? Damit können wir den... Aha. Erstmal, was sagt denn nicht Captain Unbrauchbar zum Fernseher? Captain Unbrauchbar guckt gerne, wer wird Millionär? Man wird ja wohl noch träumen dürfen. Ja, wollte ich gerade sagen. Okay, Pucki. Ja, in diesem Spiel enttarne ich eine weitere meiner Inspirationsquellen für Ändern möchte aus, wenn nicht die wichtigste Inspirationsquelle. Und zwar ist es ja nun mal einfach fast zu offensichtlich, dass Edna als schizophrene Persönlichkeit mit ihrem sprechenden Stoffhasen quasi als imaginären Freund einfach sehr starke Analogien zu Meister Eder hat, der ja auch mit seiner Schizophrenie halt irgendwie einigermaßen durchkommt und einfach irgendwie mit seinen unterdrückten Triebaspekten in Form von Pumuckl umgeht als sehr was Reales. Ich fand diese Konstellation schon immer sehr spannend, auch schon als Kind fand ich das schon bemerkenswert, wie damit gespielt wird, eben mit seiner Geisteskrankheit. Und ja, das hatte ich mir schon als Vorbild genommen für Edna bricht aus, ja. Ja. Also kranker Scheiß, als ich Pumuckl geguckt habe, habe ich mir über Schizophrenie überhaupt noch keine Gedanken gemacht. Da habe ich mir gedacht, hey, guck mal, roter haariger Zwerg. Okay, in diesem Raum scheint es ein Ach doch, hier ist noch ein Studio, habe ich gar nicht gesehen. Aber ich habe keine Zeit, fernzusehen. Doch, haben wir. Ich will die Börse gucken und so. Okay, raus hier. Obwohl, hier gibt es noch ein Lichtschalter. Benutzen. Wunderbar. Wir reden auf jeden Hallo, Fall. Hallo, Professor. Angriff der Flugsaurier. Oh mein Gott, nein. Oh, du bist es nur. Ja. Hello, Edna. Hello. Weißt du etwas über Dr. Marcel? Mehr als die meisten. Hau raus. Wusstest du, dass er eine dunkle Geheimnis hat? So, so. Ich wusste es. Ich wusste es. Ich wusste es. Of course. Er zückte den und Menschenbreden in seine Geheimlabor auf die Jupiter. Nein, das wusste ich doch nicht. Was? Ich züchte meine Maschinen Dinosaurier nicht auf den Jupiter, sondern eher auf den Saturn. Das macht doch viel mehr Sinn. Also, wie kommt auf die Idee, das auf dem Jupiter zu machen, nicht? So ein Quatsch. Ah. Dr. Marcel, halt. Typisch Marcel. Kennt man ja. So, den geriet mir ja sowieso nicht. Was macht denn die Forschung? Was macht die Forschung? Der geht's prima. Nur fehlen mir ein paar Dino-Gene. So. Das klingt spannend. Wie züchtet man denn Dinos? Na, das weiß doch nun wirklich jeder. Ich nicht. Dinosaurier schlüpfen aus fossilen Bernsteineinschlüssen. Ach so. Okay, da sind schon die Ich schau später nochmal vorbei. Wenn die Welt dann noch existiert, meinst du? Ich meine schon. Ja. Plus minus 10 Minuten. Ja. So, raus hier. The Read Me in the Moment, Juppi. Hallo, Juppi. Tja. Oh Gott. Hallo? Hallo? Hallo! 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 Bleib mal gerade dran, ja? Willst du etwas Bestimmtes? Ja, das Telefon. Du kennst nicht zufällig einen Weg hier raus, oder? Nein. Aber du willst hier sowieso nicht raus. Glaub mir. Doch, eigentlich ja schon. Die Fehler, die du da machst, haben echte Konsequenzen. Wenn du zum Beispiel mehrere Millionen Euro verlierst. Ja. Nur weil du für einen kurzen,
klitzekurzen Augenblick unaufmerksam warst. Ja. Zum Beispiel, weil deine Frau ruft, sieh nur, Juppi, es ist dein Junge. Dann wird dich die Schuld ein Leben lang verfolgen. Gib mir mal das Telefon. Kannst du mal kurz mit dem Telefonieren aufhören? Bestimmt nicht. Da ist gerade mein Broker dran. Es geht um Millionenbeträge. Ach so. Ob du mir wohl mal dein Telefon borgst? Hör mal, das Telefon ist meine Existenzgrundlage. So, so. Nicht auszudenken, was passiert, wenn ich nicht erreichbar bin. Man stelle sich nur vor, ich lege dir es nur einen kurzen Augenblick lang aus der Hand. Zum Beispiel, weil meine Frau ruft, sieh nur, Juppi, es ist dein Junge. Und man stelle sich weiter vor, in diesem kurzen Augenblick, fällt mir viele in dem Millionen ich Euro. Zu meiner Achso. Frau hinüberschiele, fällt der Kurs meiner Aktien ins Bodenlose. Ich würde Millionen verlieren, weil ich nicht am Telefon war. Nur einen kurzen Augenblick lang. Ein einziger Augenblick der Achtlosigkeit. Und mein ganzes Leben ist zu Ende. Ah! Wir warten noch ein paar Stunden, damit er uns eine Weile anguckt und das Telefon ignoriert, damit er noch richtig viel Geld verliert. Nein, ist nicht wir können so wichtig. Machen. Das wir wollte schauen ich ohnehin. Mal. Hallo, bist du noch dran? Wir schauen mal, ob wir hier irgendwie aus dem, das Schloss öffnen können. Ich würde sagen, dann nehmen wir mal das Messerchen zu. Zack. Mist. Ich bin zu ungeschickt dafür. Ich fürchte, ohne Schlüssel komme ich hier nicht weiter. Verdammter Mist. Und wer hat den verdammten Schlüssel? Wir hauen ihn mal. Tauschst du dein Telefon gegen meinen Poloschläger? Sollst ihn hauen? Bestimmt nicht. Das Telefon ist meine Existenzgrundlage. Muss jede Nanosekunde erreichbar sein. Tauschst du Chips? Tauschst du dein Telefon gegen eine Tüte Chips? Bestimmt nicht. Das Telefon. Och ja, deine Existenzgrundlage. Warte, Sekunde. Geht mir rück oder ich steche. Das Telefon ich raus, ja, oder? Oder was? Ich steche dich ab. Steche dich ab. Oder ich reiße einen albernen Karlauer über dieses Stuhlbein? Was? Verzieh dich, Hotzenplotz. Super. Wir machen ihn mal dreckig. Tauschst du dein Telefon gegen eine Tube Senf? Bestimmt nicht. Das Telefon muss... Es muss irgendwas geben, was er will. Irgendwas, das Telefon-ähnliches. Topflammen vielleicht. Tauschst du dein Telefon gegen ein paar Topflappen? Bestimmt. Das muss... Versuchen wir es mal mit Harvey. Vielleicht will er Harvey haben. Ja. Was hältst du von diesem Typen, Ach so, Harvey? Schade. Ein obsessiver Börsenspekulant auf Entzug. Jo. Nichts Ungewöhnliches. Tja, und jetzt? Ich gebe mir mal den Topf. Tauschst du dein Telefon gegen einen leeren Kochtopf aus Edelstahl-Imitat? Bestimmt nicht. Wieso denn nicht? Und? Ich kann doch mit ihm nicht weiter reden, also müssen wir mal zurückgehen, weil hier im Schluss und so kriege ich mir nicht wirklich auf. Zack, raus hier. Jetzt müssen wir irgendwie uns mit den Leuten hier arrangieren. Haben die uns irgendwas aufgetragen? Ich weiß es nicht. Echt so, was muss man in dem Durchzug machen? Also wir gehen nochmal zum König rein. Ja, du sitzt zum König. Dankeschön. Hallo, mein Freund. So, so. Du bist also zurückgekommen, um mich erneut herauszufordern. Nee. Wie ich es vorhergesagt Natürlich. Habe. Bist du bereit für eine weitere Niederlage? Nee. Was ja, Adrians Kissenburg, tatsächlich eine Anlehnung meiner Kindheit. Wir haben früher häufig bei uns zu Hause halt irgendwie Kissenburg, natürlich in viel kleinerem Stil als die hier, gebaut in unseren Kinderzimmern. Also ich hatte drei Geschwister und tatsächlich erkenne ich hier auch, ich weiß gar nicht, ob ich beim Zeichnen bewusst daran gedacht habe, aber hier tatsächlich einige Polster und Gegenstände, die wir auch bei uns zu Hause als Rohstoffe für unsere Burgen hatten. Interessanterweise ist dieser Fellteppich und dieser komische Sitzschnöpel in der Mitte, der kommt eher aus dem Haus von einem Sandkastenfreund von mir, also einem Nachbarnjungen, der, mit dem ich dann häufiger auch zu Grundschulzeiten übernachten durfte. Die hatten eher solche Materialien. Wahrscheinlich hatten die einfach die besseren Rohstoffe bei sich zu Hause, um Kissenburgen zu bauen. Die hatten auch so einen Perlenvorhang, merke ich gerade, den hatten wir auch nicht bei uns. Die hatten echt viel bessere Sachen, um Kissenburgen zu bauen. Kein Wunder, dass unsere Kissenburgen nie so groß geworden sind. Super. Nee, also hier können wir nichts weiter machen. Ich ziehe dann mal wieder von dann. Tschüss. Cheerio. Cheerio.
Wir reden nochmal mit dem Alu-Mann. Ich meine, irgendwas müssen wir mit ihm tun können. Ich weiß gar nicht. Willst du meine Gabel haben? Nein, danke. Ich habe keine.